Ja, schönen guten Tag, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Patrick Lärm und in diesem Video stelle ich Ihnen mal ein neues Buch von mir vor. Da ist das Buch Beamtenrecht Sachsen im KSV Verlag erschienen, relativ kompakt. Und ja, an wen richtet sich das Buch? An alle, die natürlich sich mit Beamtenrecht auseinandersetzen müssen im Freistaat Sachsen, egal ob jetzt in der Lehre oder aber in der Praxis. Es richtet sich natürlich an die Beamten, aber auch an die Beschäftigten im öffentlichen Dienst, beziehungsweise auch genauer an diejenigen, die vielleicht erst vor kurzem in den öffentlichen Dienst gekommen sind. Auch für die ist das Buch eine wichtige und gute Grundlagenlegung, quasi als Einstieg in die Materie. Das ist die Zielrichtung und in diesem Video zeige ich Ihnen mal die wesentlichen Inhalte. Also fangen wir an. Viel Spaß dabei. Ja, wir schauen uns mal in einigen wenigen Minuten die Inhalte an, die Zielrichtung auch nochmal. Ein bisschen was hatte ich schon gesagt jetzt im Intro. Es geht um, ja, nicht um den Ersatz des Unterrichtes, sondern natürlich eine Literatur, die man begleitend zum Unterricht nutzen kann. Wenn man sich mit dem Beamtenrecht auseinandersetzt, wird man schnell feststellen, dass es sehr weitläufig ist, dieses Rechtsgebiet. Es gibt viele Grundlagen, beamtenrechtliche Grundbegriffe natürlich, die man kennen muss. Aber wenn man dann mal weitergeht, stellt man fest, es gibt viele Dinge, die nicht nur im Gesetz geregelt sind, sondern eben auch in zum Beispiel Rechtsverordnungen, zum Beispiel Verwaltungsvorschriften, Umsetzungshinweisen und Richtlinien. Und dann habe ich natürlich verschiedene Teilrechtsgebiete auch, zum Beispiel das ganze Nebentätigkeitsrecht, das ganze Disziplinarrecht, die Rechte, die Pflichten, das Haftungsrecht. Also da machen sich sozusagen sehr viele Rechtsgebiete auf, die sich unter dem Deckmantel, unter der Überschrift Beamtenrecht befinden. Also von daher ist es ein sehr komplexes Rechtsgebiet auf den zweiten Blick. Ja, ich habe natürlich in meinem Buch bewusst die Schwerpunkte rausgearbeitet, um die es geht, die man am Anfang erstmal wissen muss, damit man überhaupt erstmal eine gute Basis legt. Und natürlich ist das nicht abschließend, was ich gerade auch schon angedeutet habe. Ich habe bewusst versucht, den Lesefluss relativ aufzulockern. Das heißt, ich habe immer mal wieder Beispiele mit eingebaut. Ich habe Zusammenhänge, auch Grafiken mit eingebaut, auch tabellarische Übersichten, damit man sich auch immer noch mal kurz vergegenwärtigen kann, ja, in der Wiederholung und so weiter und so fort. Und ich habe natürlich auch Sachverhalte mit eingebaut. Auch das ist natürlich wichtig, gerade in den beamtenrechtlichen Ausbildungsgängen. Da ist es immer wichtig, dass ich da auch in die Sachverhaltsbearbeitung reingehe und das habe ich dann eben auch gemacht. Wir schauen uns mal den ersten großen Punkt an, den ich hier mit eingearbeitet habe. Da geht es um beamtenrechtliche Grundlagen. Da geht es natürlich auch um verfassungsrechtliche Grundlagen. Da geht es um Grundbegriffe, zum Beispiel Dienstherr, oberste Dienstbehörde, Dienstvorgesetzter, Vorgesetzter und natürlich sind das alles Definitionen und Erklärungen, die man dann eben umsetzen muss, wo man sich nochmal anschauen muss, wie ist eigentlich die sächsische Verwaltung, der sächsische Staat aufgebaut, welche Ebenen gibt es. Es gibt natürlich die Staatsbeamten, es gibt die, ja, Nicht-Staatsbeamten, man könnte sie zusammenfassen als Kommunalbeamte. Das ist natürlich immer noch ganz wichtig und dann muss ich mir immer anschauen, mit Blick auf den spezifischen Behördenaufbau, wer ist jetzt eigentlich Vorgesetzter und wer ist sogar Dienstvorgesetzter. Das sind alles wichtige Grundbegriffe in diesem ersten Kapitel. Und dann ist es wichtig, dass man einsteigt, ja, wie entsteht denn eigentlich ein Beamtenverhältnis? Und da muss man in das Ernennungsrecht einsteigen. Und da habe ich natürlich auch Fälle mit drin, zusätzlich zu den ganzen Grundlagen. Die Ernennung ist ja ein Verwaltungsakt und es gibt jetzt verschiedene Ernennungsanlässe, die man erstmal kennenlernen muss. Man muss auch wissen, dass es so etwas wie Nichtigkeit von Ernennungen gibt, sowas wie Rücknahme von Ernennungen. Also was passiert, wenn bei der Ernennung eben Fehler passieren? Wie geht man damit um? Wie kann man die heilen oder kann man die gar nicht heilen? Das ist alles die Frage Nichtigkeit und auch die Rücknahme von Ernennungen. Wann wird eine Ernennung gültig? Formstränge. Die Wortwahl der Ernennung, also das sind alles Themen, die dann auch in die Sachverhaltsbearbeitung mit reinfließen. Und ich habe die Sachverhaltsbearbeitung beim Ernennungsrecht so aufgebaut, dass ich das ja
mache, wie als wenn man sozusagen Beamter wird und dann im Laufe des Lebens die verschiedenen Beamtenarten durchläuft und auch mal befördert wird. Also, dass man dann sozusagen mehrere Ernennungsanlässe einfach im Zusammenhang sieht. Das war meine Zielrichtung und das war auch ein Schwerpunkt dieses Buches, das Ernennungsrecht. Im Laufe des Lebens können nicht nur Ernennungen passieren, sondern es können auch diverse funktionelle Änderungen, ja, über den Beamten ergehen, entweder freiwillig, aber manchmal eben auch unfreiwillig. Und da gibt es ja die Klassiker im Beamtenrecht, es gibt die Abordnung, ja, zum Beispiel, es gibt die Versetzung, da muss man immer unterscheiden, was was ist, das habe ich auch im Buch natürlich getan, und natürlich auch die Umsetzung. Das sind so die drei Klassiker, gegebenenfalls kann man auch nochmal über eine Zuweisung reden, wobei die ist vielleicht nicht ganz so wichtig, nicht ganz so der Schwerpunkt, aber die ersten drei, die ich gerade genannt habe, die habe ich dann auch mit Sachverhalten, mit einem Prüfungsschema verbunden, sodass man auch da nochmal sieht, wie sieht das anhand von Fällen wirklich aus, was muss ich da alles prüfen. Auch ein sehr wichtiger Teil meines Buches und Sie sehen jetzt schon, es geht von A bis Z, also Grundlagen, Ernennung, ich werde Beamter, ich werde Beamtin, ich durchlaufe verschiedene Beamtenverhältnisse im Laufe meines Lebens, ja, Widerruf, Probe, Lebenszeit, um nur mal diese drei Klassiker zu nennen. Und dann kann es eben auch passieren, dass ich da mich auch mal zu einer anderen Behörde bewegen muss in Anführungsstrichen, entweder freiwillig eben oder nicht freiwillig. Ja, und wir schauen mal weiter, was es noch so gibt. Ja, ein Beamtenverhältnis kann auch beendet werden. Es gibt ja die klassischen Beendigungsgründe im Beamtenstatusgesetz. Und an dieser Stelle ist es natürlich wichtig, dass Sie als sächsische Beamtin, als sächsischer Beamter oder als jemand, der sich jetzt mit Beamtenrecht auseinandersetzen muss, als Beschäftigter oder Beschäftigte im Personalsachbereich, dass Sie sich auch immer noch mal anschauen, welche Gesetze brauche ich eigentlich, um einen Fall zu lösen. Und ich habe diese Gesetzgebungskompetenzen. Jetzt muss ich mal kurz meinen Textmarker zur Hilfe nehmen. Die Gesetzgebungskompetenz, das sehen Sie jetzt hier links unten, die habe ich bei den beamtenrechtlichen Grundlagen mit eingebaut. Die sind aber jetzt sehr wichtig, weil ich jetzt wissen muss, welche Gesetzgebungskompetenz hat der Bund. Und er hat zum Beispiel eine Gesetzgebungskompetenz, die sich aus der konkurrierenden Gesetzgebungskompetenz ableitet. Er kann jetzt hier wesentliche Beamtenrechte, wesentliche Beamteninhalte auch regeln, abschließend regeln, und er kann da einen Rahmen vorgeben für die Länder. Und das ist das Beamtenstatusgesetz, was quasi ein Ausfluss war aus der Föderalismusreform. Und die Beendigungsgründe bewegen sich mit Masse hier, mit Masse muss man sagen, im Beamtenstatusgesetz. Also da muss man jetzt ansetzen, da sind die abschließenden Beendigungsgründe auch geregelt. Und Beendigung hat nicht nur, aber hin und wieder auch mal was zu tun mit den Beamtenpflichten. Das heißt, wenn ich gegen Beamtenpflichten oder gegen Pflichten verstoße, da kann es sein, dass es disziplinarrechtliche Relevanz hat. Und ich habe die Pflichten hier mal sehr ausführlich geregelt, denn die Beamtenpflichten sind auch sehr umfangreich. Es gibt sehr, sehr viele Beamtenpflichten, die man natürlich selber kennen muss, aber auch in Vorbereitung möglicherweise auf ein Disziplinarverfahren muss ich mich damit auseinandersetzen. Ja, also wenn Sie mal irgendwo da Berührungspunkte haben, Pflichten und Disziplinarrecht gehört unmittelbar zusammen. Und die andere Seite der Medaille sind natürlich die Rechte der Beamten. Die habe ich auch mit eingearbeitet, dass man da auch nochmal sieht, was ist die Kehrseite, Pflichten und Rechte. Ich habe natürlich versucht, auch nochmal ganz am Ende ein paar Teilrechtsgebiete mit einzuarbeiten. Ich habe es aber bewusst auch so gemacht, dass ich gesagt habe, beim Disziplinarrecht, beim Haftungsrecht und auch beim Dienstunfallrecht, da konzentriere ich mich nur auf die wesentlichen Grundzüge, denn man könnte sicherlich bei allen drei Büchern, oder nicht bei allen drei Büchern, sondern bei allen drei Themen, sicherlich nochmal ein eigenes Buch kreieren, weil es einfach so speziell ist. Ich habe das aber nur in den Grundzügen dargelegt, weil ich will nur, dass man jetzt erstmal die Grundlage setzt und sich dann entsprechend weiterentwickelt, mit entsprechender anderer Literatur zum Beispiel oder halt anhand der Praxis dann an der Stelle. Von daher habe ich das jetzt hier auch so kenntlich gemacht mit den Grundzügen.
Also Sie sehen jetzt auch meine Schwerpunktbildung, die liegt jetzt eindeutig hier im Ernennungsrecht, aber auch bei den funktionellen Änderungen und bei der Beendigung. Das sind so die drei großen Punkte und die Pflichten natürlich im Zusammenhang mit dem Disziplinarrecht. Das Disziplinarrecht habe ich als eines der drei Punkte hier hinten durchaus noch umfangreicher dargelegt. Da geht es eben darum, wann kann ein Disziplinarverfahren überhaupt losgehen, was sind ja Einleitungsmomente, Einleitungsmöglichkeiten. Kann der Beamte nicht auch selber ein Disziplinarverfahren gegen sich einleiten? Welche Disziplinarmaßnahmen gibt es denn eigentlich? Welche sind da im Disziplinargesetz geregelt? Das sind alles so Fragen, die da eine Rolle spielen. Ja, und da bin ich auch schon am Ende. Das soll eine kurze Intro sein zu diesem Buch und ich hoffe, ich kann damit eben auch ein Stück weit eine Grundlagenlegung bei Ihnen hervorrufen. Ich würde mich freuen, wenn Sie dieses Buch, wenn Sie sich das anschaffen, auch kritisch nochmal lesen. Wenn es irgendwelche Sachen gibt, das ist ja jetzt hier die erste Auflage, die vielleicht, wo ich vielleicht einen kurzen Fehler habe in der Rechtschreibung zum Beispiel. Also man kann immer noch mal sehen, dass es da Dinge gibt, die man vielleicht so selber gar nicht gesehen hat, aber wenn Sie die sehen, informieren Sie mich. Sie können mich kontaktieren, natürlich über diesen Kanal zum Beispiel und ansonsten auch über den Verlag an der Stelle, KSV Verlag. Und ja, da bin ich schon am Ende. Würde mich freuen, wenn Sie mir auch hier immer mal treu sind. Ich versuche auch natürlich zukünftig vielleicht hier und da mal noch ein Video über das sächsische Beamtenrecht zu drehen. Das dauert vielleicht noch ein Stück. Da bin ich gerade erst in den Kinderschuhen an der Stelle. Aber immer in Ergänzung zu diesem Buch. Schauen Sie mal in den Link bzw. in die Videobeschreibung unten. Da ist der Link auf das Buch. Und ja, in dem Sinne, machen Sie es gut.